Wir haben die Fliesen ja mit Acryl an die Wand geklebt. Mal ganz was Verrücktes, sowas habe ich eigentlich noch nie gemacht. Hier ist ja überall Bewegung und Schwingung drin, man kann das auch immer noch sehen. Und damit wir die Fliesen bis nach Portugal runterkriegen und auch an der Wand hebt, haben wir uns gedacht, wir tun die dauerelastisch draufkleben. Ich habe dafür ein einfaches Acryl benutzt, einen Acryl-Dichtstoff, der ein bisschen hochwertiger ist als der ganz normale aus dem Baumarkt. Ich habe da einen von Brillux genommen, der sehr gut auch klebt. Und Leute, das ist jetzt schon anderthalb Wochen alt, das ist richtig geil, ist fest, es bewegt sich nichts, funktioniert einwandfrei. Jetzt müssen wir das aber auch noch ausfugen. Ausfugen mit Silikon, damit man später, also die Arista, das schön putzen kann und der Markt, der das ja wahrscheinlich auch in Schuss halten wird, da müssen wir jetzt Silikon nehmen, weil wenn wir jetzt mineralisch machen, dann haben wir ja wieder was Starres in den Fugen und durch die Bewegung würde das rausbrechen. Jetzt haben wir natürlich einen Haufen Aufwand, das mit Silikon abzufugen. Aber so schlimm ist es auch nicht. Es dauert ein bisschen, wir werden das abziehen. Wir haben zum Abziehen verschiedene Fugenspachtel. Es gibt so Silikonfugenspachtel mit verschiedenen Radien. Es gibt die auch in eckig, in rund, in allen möglichen. Ich nehme das aber alles gar nicht, sondern ich nehme hier so wunderbar so einen Kuchenlöffel. Das ist so ein Ding, auch aus dem Fachbereich, benutzt der Fliesenleger ganz gerne, lässt sich wunderbar abziehen und auch sauber halten. Das Teil ist auch so ein Silikonmaterial, glaube ich. Und das funktioniert mit den Dingern hier einwandfrei. Wenn ihr die irgendwo kriegt, solltet ihr euch die besorgen, weil die gehen einwandfrei. Die sind super. Als erstes müsst ihr die Silikon, euch die Tülle hier zurechtschneiden. Die schneidet ihr euch schräg im 45 Grad Winkel zu, in der Dicke, wie auch die Fuge ist. Wenn die ein bisschen breiter ist, dann müsst ihr das auch breiter zuschneiden. Ist ja klar, sonst funktioniert das nicht. Und dann ist ganz wichtig, das Ding muss sauber sein. Da darf kein Dreck mehr drin sein, das muss schön sauber sein. In unserem Fall, wir haben das ja ganz sauber geklebt, da ist auch kein Staub und gar nichts drin. Können wir gleich drüber arbeiten. Und dann ist immer wichtig, dass man ein Netzmittel dabei hat. Weil nachdem man das aufgespritzt hat oder eingespritzt hat in die Fuge, muss man es ja abziehen. Und wir haben hier so ein bisschen das Problem, das sind ja diese gefühlten 500 Meter, und das trocknet natürlich nach 10 Minuten trocknet das an. Man kann nicht alles auf einmal machen, man muss es nach und nach machen. Wir haben jetzt immer so 2-3 Linien, die wir machen können, und dann nehmen wir das Netzmittel, was ich hier in einem in einer Sprühflasche drin habe. Es geht aber auch mit einem Pinsel. Immer viel Spüli in das Wasser und dann schön umrühren und dann mit dem Pinsel auftragen oder hier mit der Sprühflasche, das funktioniert am besten. Und dann zieht man das mit der Gummilippe hier ab. Aber ganz wichtig, Netzmittel muss auch ordentlich drin sein. Nur so ein bisschen funktioniert nicht. Man merkt das gleich, wenn man das lang zieht, dann schiebt sich das nicht ab, sondern es verteilt sich auf der Fliese. Dann hat man auf alle Fälle zu wenig Netzmittel. Dann muss man gucken, wie man die Sauerei wieder wegkriegt, bevor man weitermacht. Das ist total blöd. Jetzt muss ich nach unten belasten. Jetzt muss ich nach oben belasten. Jetzt muss ich wieder unten, oben, unten. Oben. Das kriege ich sonst nicht hin. Wenn ihr das mit dem Spachtel nicht ganz genau hingekriegt habt, könnt ihr mit dem Finger immer noch nachziehen. Bisschen Netzmittel dran oder Spucke bei einem kleinen Stückchen. Ansonsten Netzmittel dran, Finger glatt ziehen und ein bisschen nachmodulieren. Und dann muss man das trocknen lassen. Man kann dann nicht weiter dran arbeiten, weil man macht das irgendwie immer wieder kaputt. Trocknen lassen und dann kann man die Reste weg. Putzen mit einem Lappen und schon ist es sauber. Wenn ihr das erste Mal mit so einer Skelettpistole oder einer anderen Kartuschenpistole arbeitet und auch mit solchen Spachteln hier oder solchen Fugenabzieh, wie heißen die, Fugenspachtel-Set 1734 oder auch anders, arbeitet, dann solltet ihr auf Folgendes achten. Erstens immer sauber. Zweitens immer Netzmittel parat haben. Ich habe hier auch nochmal einen Becher mit wenigstens 20% Netzmittel drin, eher 30, ist sogar noch besser, ist unbedingt wichtig, um das überschüssige Material drin abzustreichen. Weil wenn ihr alles überschüssige Material in Lappen verteilt, dann seht ihr nachher irgendwie aus wie, weiß auch nicht, wie Maler oder so, von oben bis unten bekleckst, aber mit Silikon. Und das ist richtig eklig. Deswegen, so ein Ding könnt ihr mal abstreifen, das funktioniert wunderbar. Das fällt dann auch da drin. Achtet darauf, immer sauber arbeiten. Sauber arbeiten und meine Empfehlung, Skelettpistole. Die lässt sich wunderbar dosieren, ist ein bisschen teurer wie diese Blechkartuschenpistolen, aber die funktionieren hier auch. Die Blechkartuschenpistolen sind nicht so schön in der Handhabung. Das hier funktioniert meistens auch nicht so toll. Man kann die nicht so gut dosieren. Außer die teuren. Es gibt natürlich auch wieder XXL. Die gehen dann wieder, aber die billigen für 2,50 Euro. Lass die Finger davon, die taugen nichts.
Ihr kennt mein Motto, schnell und schlampig. Und ja, hier war es ganz schnell und schlampig. Das war, bevor meine Frau wieder kam. Es musste schnell noch das Ding montiert werden. Und der André hat sich gedacht, ich hau das einfach mal schön rein. Er hat sich aber nicht bedacht, dass der Spültisch obendrauf, das ist so ein schönes gegossenes Teil, links und rechts einen halben bis einen dreiviertel Zentimeter drüber schaut. Und jetzt passt die Kacke nicht mehr. Jetzt muss ich das abbauen und muss die Schrauben jetzt hier rausziehen. Und dann weiß ich nicht genau, wo die Latten sind, weil tapeziert ist ja auch schon. Jetzt muss ich wieder die Stellen finden, wo ich das auch vernünftig anschlagen kann. Manchmal läuft es einfach schief. Ist einfach so. Leute, das geht auch wirklich schöner. Man kann das auch wirklich schöner machen. Aber die Zeit drängt immer noch. Ich gehe jetzt wirklich, ich habe doch einen Tag Zeit, ein bisschen was zu tun. Und dann bin ich auf Achse, dann bin ich weg. Dann muss der Marc alles alleine machen. Und deswegen machen wir noch ein bisschen schnell und schlampig. Auch wenn wir es dann dreimal machen müssen. Da sparen wir uns ganz viel Zeit mit der Methode. Schon haben wir die Fehler aus der Vergangenheit wieder ausgemerzt. Wir haben da ein Brett seitlich drauf gemacht, damit der Abstand jetzt zu diesem Waschtisch hier passt. Jetzt können wir auch schon mit den Malarbeiten beginnen. Malarbeiten in erster Linie heißt das abkleben. Abkleben, abdecken, um die angrenzenden Bauteile nicht zu verdrecken oder zu beschmieren. Und deswegen benutze ich ganz gerne Goldband. Goldband ist die Weiterentwicklung von normalem Tesa, Kreppband. Das ist dünner und lässt sich ein bisschen besser noch abziehen von den beklebten Flächen. Und das ganz super ist noch, dass es UV-beständig ist. Das kann man sogar im Außenbereich eine ganze Zeit lang hängen lassen. Es gibt auch verschiedene Kleber, die da aufgebracht werden. Aber insgesamt kann man sagen, dass das Goldband dünner ist und auch viel feiner und einfacher zu verarbeiten. Und wenn man dann noch ein bisschen Geld ausgeben will, dann besorgt man sich Goldband mit Folie. Und dann kann man wunderbar Masken aufziehen, Sachen abdecken, die dann nicht beschmiert werden sollen. Das macht richtig Spaß, damit abzudecken, wie nur mit Folie oder so, mit so einem Klebeband dran. Es ist viel einfacher, viel schöner, total nice Sache. Kann ich euch nur empfehlen. Kostet ein bisschen was. So ein Goldband ist auch ein bisschen teurer wie ein normales Kreppband. Aber das lohnt sich wirklich. Es macht viel mehr Spaß, damit zu arbeiten. Gibt's mir mal bitte einen Lappen? Leute, kauft vernünftiges Acryl. Vernünftiges. Mit Fülleigenschaften. Plastoelastisch, nicht so ein Scheiß hier. Und für die, die aufgepasst haben, Leute, das ist Acryl, das ist kein Silikon. Es gibt doch solche Flachmaten, die benutzen dann Silikon zum Abschluss. Und dann wundern sich, dass die Farbe nicht drauf hebt. Auf Silikon hebt keine Farbe. Immer überstreichbares Acryl nehmen. Und auch kein überstreichbares Silikon. Das gibt es nämlich tatsächlich. Aber das funktioniert trotzdem nicht. Da hält keine Farbe drauf. Lasst den Scheiß. Ja, ich habe zwar die verkehrte Kleidung an, ich mag das gar nicht in Schwarz malern, aber es muss ja fertig werden und deswegen ziehen wir das jetzt schön durch in den Schwarz. Es ist ja auch nicht viel. Wir haben den ganzen Wohnwagen von innen mit Glasgewebe geklebt und auch gestrichen mit stinknormaler Dispersionsfarbe. Hier drinnen machen wir das jetzt genau das gleiche. Glasgewebe klebt schon und jetzt streichen wir das. Um das zu streichen, benötigt man einen Pinsel und ein kleines Mauswälzle. Das reicht vollkommen. Man kann natürlich auch eine große nehmen, aber das macht gar keinen Sinn, weil man braucht eine halbe Stunde zum Auswaschen. Wichtig ist beim Streichen, wenn man abgeklebt hat, muss man die Ecken ringsrum erst einmal abfassen mit dem Pinsel. Da fährt man ringsrum die Ecken schön zu. Auch die angrenzenden Wände fährt man schon rein. Und bevor man dann aber weitermacht, legt man erst einmal die Fläche zu. Am besten ist es natürlich, wenn man auch ein Gitter im Eimer hat, wo man die Walze abstreifen kann. Ich kriege das auch so hin, weil ich habe das schon öfters gemacht. Ich tunke die einmal ein, schlage das einmal ab und dann lege ich mit einmal eintauchen immer die gleiche Fläche an. Bei mir sind es 1, 2, 2,5 Walzenbreiten und ungefähr 50 cm. Dann tauche ich das Ding wieder ein. Schlag ab
und mache das gleiche wieder. In der Mitte auflegen, nach links ein bisschen, nach rechts ein bisschen und schon ist gleichmäßig Farbe drauf. Und dann mache ich das gleiche nochmal. Und jetzt, wenn man eine große Wand auch hat, fängt man an und tut von oben nach unten die ganze Fläche noch einmal abwalzen. Der Vorteil, wenn man das so macht, man hat überall gleichmäßig Material drauf. Und eventuell entstandene Fettkanten, das sind die Kanten, die hier am Anfang und am Ende der Rolle entstehen, werden damit verschlichtet und es ist eine homogene, wunderbar schöne, saubere Fläche. Wir in unserem Fall hier haben ja Glasgewebe tapeziert auf HDF-Platten. Das Problem ist immer in einem Bad, dass da ja Feuchtigkeit entsteht. Wir haben nicht so großes Problem, wir machen da das Fenster auf, Feuchtigkeit geht weg. Aber trotzdem sollte man ein bisschen darauf achten, dass die Farbe, die man da benutzt, auch feuchtigkeitsgeeignet ist. Also eine gute Latexfarbe ist da immer besser, wie wenn man nur eine stinknormale Dispersionsfarbe nimmt. Man könnte es sogar lackieren, auch matt lackieren mit einem Acryllack. Das wäre dann sehr, sehr beständig, da würde auch gar nichts mehr passieren. Auch gerade beim Abrieb, wenn man da mal was wegwischen will, das wäre eigentlich eine ganz gute Geschichte. Wenn man aber das in einem Caravan macht, den man nur so ein bisschen aufhübscht, also sprich dieses bestehende Bad streicht, da muss man gucken, die Kunststoffe sind ein bisschen speziell zu behandeln. Da braucht man auf alle Fälle einen speziellen Primer, einen kunststoffgeeigneten Primer, der dann die Haftung zwischen Lack und Kunststoff ermöglicht.